Mensch, ja, im schlimmsten Fall, falls die Pistole sich jetzt als sehr, sehr cool herausstellt und wir auf einen, und wir alle auf ein Pistolenbild bestehen, könnte ich ja ein zweites Special Loadout mal anfertigen und generell einfach mal wieder meine Karten ein bisschen auflockern. Ich weiß, wir würden viel an Tragekapazitäten verlieren und so. Vielleicht auch an AP-Regeneration. Aber gerade die Schadenskarten, ne, wenn man sich irgendwie auf eine Waffe spezialisieren will, die sind schon verdammt wichtig. Hallo! Du Monster, du! Also für eine Pistole ist das Teil echt nicht verkehrt, oder? Sicherlich jetzt nicht so total ausgemaxt, aber das hat sich gerade ganz gut angefühlt. Ich weiß, mit Kloppy geht's schneller, mit Kloppy geht alles schneller. Wir können ja mal aus Spaß eine Daily Ops damit spielen. Cool. Kleiner Flitzer ist back. Mit der Option auf mehr. Hier jetzt nochmal die geupdatete Lichtfenster-Mod. In Kombination mit dem Schnee. Schick, 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 schick. Schick, schick, schick. Gut. Zurück ins Camp. Glück abholen. Klavier spielen. Boxen, Boxen, Boxen. Gewichte stemmen. Und Nickerchen brauchen wir nicht machen, denn das haben wir oben vor Zeiten schon gemacht. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir wirklich, wirklich ehrlich sind, dann, naja, dann müssen wir uns eingestehen, dass wir hier unten auch einen Schlafsack irgendwann mal brauchen. Wo ist denn unser Prinzessinnen-Schlafsack? Ist das der rosa Prinzessinnen-Schlafsack? Der ist aber nicht komplett rosa. Aber das wird er sein, ne? Den verstecken wir aber so ein bisschen. Das bleibt unser kleines Geheimnis, okay? Genau hier. Zack. Mit so einer ganz kleinen Leselampe. Oder ein paar Kerzen. Ein paar Kerzchen. Oder? Na, Leselampe. Oh, warte mal, was ist das? Oh, die Zapfsäulenwandleuchte. Die hatten wir ja auch erst vor kurzem freigeschaltet. Packen wir auch hier hinten rein. Zack. Genau. Und ein kleines Blümchen. Damit uns hier hinten nicht einsam wird. Ja. Sokulanten. Wo seid ihr? Wo habt ihr euch versteckt? Weiter unten, ne? Ja. Sokulente. Stimmt. Stimmt, ihr habt ja recht. Genau, Sokulente. Und beim Lesen bekomme ich immer so viel Hunger, deswegen brauchen wir hier hinten auch Obst. Und eine Katze. Aber dann reicht's auch wirklich. Okay, entstrahlen. Denn in einer Daily Ops mit tödlicher Rüstungsdurchdringung gehen wir nicht so hart verstrahlen. Wir sind fast draufgegangen. Was ist alle? Habe ich keine verdünnten Redaways mehr? Echt nicht? Nein, wirklich nicht. Die müssen wir ganz kurz... Ja, müssen wir ganz kurz uns drum kümmern. Mann. Aber wirklich. Was aber? Wie viel brauchen wir? Ach komm, eine komplette Tour. Red Away Light. Mit nur halb so viel an Kalorien. Und den Dünger nicht vergessen. Für das nächste Ausrollen. Richtig, vom Torso. Der Bruderschaftsaufklärungsrüstung. Und schon wieder 200 Patronen. Also das ist... immer noch unerklärlich, warum ihr von der besten Munition aller Zeiten so viel vom Sammler zusammengefriemelt wird. Irre. Absolut crazy. Wir wollen verdünnen. Heilung. Right away. Wobei, halb, ne? Ich bräuchte, glaube ich, auch noch ein paar verdünnte. Verdünnte. Ach, guck mal, wir können das voll ausfahren. Verdünntes Impact, wollte ich sagen. Zack. Und es bleibt noch genug Wasser für Red Away. Warum habe ich so viel aufbereitetes Wasser schon wieder? Wo kommt denn das her? Du hast keine neuen Kronkorken, oder? Nicht ganz zufällig. Für den alten Leo. Naja. Nicht so, ne? Wir könnten uns ja aber trotzdem schon mal die nächste Aggressoton-Rückholkarte holen. Damit er wieder ein paar Kronkorken bekommt. Damit wir ihm auch noch dann, ne? Genau. Noch ein paar Kronkorken mit aufbereitetem Wasser abholen können, wegnehmen können. Schlürfi, schlürf, schlürf. Was? Keine Traubenmentats?
Das gibt's nicht, Mensch. Und jetzt bin ich gerade so frisch gebufft. Mutterbeere. Rein in die gute Stube. Herstellungsloader. Drogen. Morrisch, gib mir Drogen. Traubenmantel. So viel wie geht. Aber jetzt. Klasse. Hilfsmittel. Drogen. Loadout wiederherstellen. Liegt doch, ne? Oder war ich zu schnell? Hey, ich war... Was? Eine Sekunde. Gut. Alles in bester Ordnung. Wir wollen dir was abkaufen. Diverses. Das hier nehmen wir dir ab. Was? Nicht genug? Gut, dann verkaufen wir dir erst ein bisschen Wasser. Und zwar genau alles. Na dann brauchen wir dir gar nichts auf Zwang abkaufen. Wir hätten sowieso nicht genug Kohle. Hat sich erledigt. Hat sich alles erledigt. Wir haben genug Red Away Light für die Daily Ops. Und nein, jetzt ist hier auch gerade auch noch Einsturzgefahr. Das ist mein Lieblingsevent. Müssen wir vorher noch spielen. Wir können ja schon mal die Daily Ops Gruppe starten. Damit wir bis dahin genug Mitglieder gesammelt haben. Jupp. Dankeschön. Kloppy Loadout. Ach ja, da war er was. Nein. Na gut, doch. Eine Runde Einsturzgefahr mit einem kleinen Flitzer. Aber die eine Karte muss gelegt werden. Und zwar legen wir diese Karte ab. Ist ja egal. Ist ja sowieso egal. Wo ist die Meisterschütze? Und das mit den Special Loadouts müssen wir dann mal angehen. Bei Zeiten, ich würde schon ganz gerne mal so ein ausgefahrenes Pistolen-Loadout haben. Mal gucken, wann wir das machen. Es steht auf der Liste. Na, rüber. Ich glaube, Kupfer sammeln können wir uns erstmal sparen. Vielleicht nehmen wir ein bisschen Bleierz mit. Aber davon sollten wir auch noch genug haben. Wir kommen ja schon, alles wird gut. Ist das Blei heute buggy? Ja, es ist wieder buggy. Also auch kein Blei. Na, dann drehen wir jetzt mal hier schön unsere Ründchen. Unterstützt vom kleinen Flitzer. Diese Runde Einsturzgefahr wird Ihnen präsentiert vom kleinen Flitzer. Klein, aber oho. Passt in jede Handtasche. Ja, da geht schon was. Aber, nun ja. Wir brauchen mehr Power, mehr Saft für den kleinen Flitzer. Mit allen 9 Sternchen in Sachen Schadensverstärkung auf Pistolen. Außerdem diese Sprintverstärkung. Also es gibt eine Perk-Karte, mit der kann man mit dem ersten Stern schon 10% schneller sprinten, wenn man eine Pistole gezückt hat. Und dann noch die Sprint-AP-Kostenverringerung in der Power-Rüstung und wir können die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit sprinten. Komplett durch Appalachia. Ja, ganz schön wenig los. Ne? Aber auch schön, dass es hier drinnen verschneit. Es ist eine richtige Eishöhle, wie ein komplett neuer Level. Abbau. Hier ist niemand. Arbeite, Roboter. Wir brauchen dich vor nichts beschützen. Bis auf Weiteres. Ja. Hey. Los. Dreh lieber deine Runden, als auf deine Freunde hier zu schießen. Kommt da einer? Irgendwo ist einer. Kommen da noch mehr? Ich glaube, die Roboter sind alle gesaved. Es wird hier nicht mehr viel passieren. Aber das gehört zur Kür dazu. Ja, nimm mal mit. Und ansonsten weniger. Los. Und hoch hier. Flop. Da ist er. Der gehört uns. Vielleicht mal ein bisschen manuell schießen. Oh. Und schon ist das Magazin leer. Ja, hier bei den Gegnern kommt ja die Rüstungsdurchdringung nicht wirklich zu Trage, denn teilweise tragen die überhaupt keine Rüstung. Ich glaube sogar gar keine.
Aber bei größeren Gegnern wären wir dann schon dankbar, dass wir diese Rüstungsdurchdringung haben im Magazin. Das Beißen hat man, ne? Oder Stechende. Ihr wisst schon, das, was am meisten wehtut. Noch 2 Minuten. Klasse. Da Ratter. Noch einer. Kommt von da noch einer. Immer rein in die Tunnel. Wir müssen sie da erwischen, wo es ihnen richtig wehtut. Es ist soweit. Wir müssen raus hier schnell. Keine Zeit, Erz zu sammeln. Ist sowieso nichts Relevantes gerade hier. Kupfer haben wir noch so viel. Müssen wir auch mal wieder ein paar Großmengen in den Verkauf stellen. Ich glaube, damit würden wir uns wirklich eine goldene Nase verdienen. Eine kupferne Nase. Raus, raus, raus. Staatsanleihen, yay! Und jetzt Daily Ops. Ist schon einer da? Nein! Aber nach einem Event hat man eigentlich immer eine relativ hohe Chance, dass irgendeiner sich langweilt. Komm mit in die Daily Ops Gruppe. Kloppy Loadout. Wir müssen noch futtern, uns ein bisschen entstrahlen. Diesmal wirklich mit Kloppy. 3. Da kommt bestimmt gleich einer. Wir können uns ja schon mal richtig entstrahlen. Das dauert auch seinen Moment. Flop, 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 flop. Wir brauchen die volle Energie. Tödliche Rüstungsdurchdringung ist wirklich nicht zu verachten. Rein in die Powerrüstung. Flop, flop, flop. Ih, was ist das denn? Leg das weg. Das braucht kein... Nein, stopp. Leg es weg. R. Habe ich gedrückt, wirklich. Brauche ich nicht. Ich brauche jetzt jedes Fitzelchen Tragekapazität, was ich kriegen kann. Ansonsten sind wir zum Tode verurteilt. Wollen wir einfach nochmal eine Gruppe aufmachen, damit es so schön aufploppt? Ja, ich glaube schon. Damit es auch jeder sieht. Plopp! Plock, plock. Also ich hoffe mal, dass dann jeder so eine Meldung nochmal bekommt. Also ich gehe auch ganz stark davon aus, dass keine Meldung kommt, wenn ich nur das Thema des Teams ändere. Aua, aua, aua. Ey, die sind richtig herb heute. Na, durchladen, jetzt! Wo, wo, wo? Da drüben. Okay, wir kümmern uns drum. Am besten nicht an den Gegnern vorbeilaufen. Und was für eine Reichweite die Explosion haben. Ich werde ja nicht mehr. Irgendwo hier, da hinten. Da müssen sie sein. Wo sind meine Markierungen, meine Hartmarkierungen für die Code-Träger? Wow. Ich komme, ich komme, ich komme. Erst den Bereich sicher. Oh. Ich hätte dich doch geholt. Wahrscheinlich hatte er keine Camp-Buffs. Es wäre alles okay gewesen. Cool, cool. Über uns. Der letzte Code-Träger ist über uns, ne? Und hab. Hier müsste irgendwo so ein Eingabegerät sein. Da. Da. Hier. In diesem, nicht in diesem Raum. Folge mir nicht. Ich weiß nicht, wovon ich rede. Ich spiele hier nur nach Gefühl. Die ganze Zeit schon. 1300 Folgen. Oh, wir haben was verkauft. Das ist zu viel. Irgendwo muss doch dieser Verfluchte, hat er gemacht, ne? Meine Güte. Ich bin jetzt aber alles andere als ein Vorbild. Na, wo sind sie? Irgendwo hier hinten raus. Aufs Geländer. Flop, flop. Cool. Und er ist oben. Nicht so nah rangehen, nicht so nah rangehen. Oh, Kamikaze-Roboter. Ein Glück haben wir so viele verdünnte Stimpaks. Nein! Nicht Special Force. Ist er gegangen? Er hat sich gedespawnt, ne? Es geht oft schneller.
mit dem Despawner wieder selber reinsetzen lassen. Aber gerade wenn man Camp-Buffs hat, dann ist so ein Tod sehr, sehr schade. Weil die sind ja dann weg. Na wo denn? Wo seid ihr denn? Da hinten ein Protectron. Haben wir die schon bekommen? Die Atome? Ja. It's Kloppy Time. Wirklich? Eine Sekunde. Ja, wir haben es geschafft. Wie cool. Womit mussten wir als nächstes die Roboter töten? Ja, Klingenwaffen, aber ich glaube nicht. Das sollten wir nicht tun, wenn wir in einer tödlichen, rüstungsdurchdringenden Daily Ops mit Explo-Gegnern sind. Aber da war noch was. Da war noch was. Mensch, ich spritze dich doch hoch. Aber, naja, andersherum, er ist jetzt wieder da vorne. Und wir müssen erst rüberrennen. Boah, hallo, hallo, hallo. Ich habe Informationen zum letzten Code. Schrotflinte, stimmt. Genau, damit müssen wir jetzt die nächsten Gegner killen. Die nächsten Roboter. Das geht ja auch ganz gut. Töte den gegnerischen Anführer. Das wiederum sollten wir wieder mit... Schande, wir schaffen es zeitlich nicht. Mit Tante Plasma machen. Er ist da drüben irgendwo. Den Rest teilen wir. Los, los, los. Bitte bluten Sie nicht, was? Wie bitte? War der hier? Es hat sich so angehört. Oh! Spritze, 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 jetzt! Oh! Bleib da! Deckung, Deckung! Deckung, Spritze! Wow! Oh! Spritze, Spritze, Spritze! Er kommt. Er hat alle Laser, die es nur gibt. Aber wirklich, die allerschlimmsten. Ja, perfektes Timing zum Nachladen. Haben wir es? Dankeschön. Gib ihm, gib ihm. Rasend. Yay. Nicht vergessen, er hat noch einen Code. Okay, eine mittlere Daily Ops ist in Ordnung. Aber es reichte für unsere Zwecke. Nein, nicht nachladen, nein! Die Waffe wechseln, habe ich nachgeladen. Nicht, dass ich schon wieder so einen Halbkern... Halbkern, genau, so einen halbvollen Kern mit mir rumtrage. Es ging nochmal, alles gut, schön. Ist eine Daily Ops, hier nehme ich alles mit. Auch wenn es mich überlädt. Aber hier gibt es noch mehr Kram. Auf jeden Fall. Zumindest hier so die Hotspots einmal ablaufen. Das sollte schon passieren. Das sollte man schon machen. Ja. Yeah. Genau. Und hier nochmal so ein bisschen mittig. Ja, den nehme ich. Alles mitnehmen. Und den hier. Ach, ist schon weg. Ich glaube... Wir sollten gehen nach diesem Haufen. Ist okay. Vor Freude in die Luft springen. Den Loot angucken. Ein paar EPs gab es auch noch. Problemlöser des Killers. Symptomhart. Schön. Das wäre doch mal ein Ding. Ich sollte mal die Gruppe ändern. Wir sind jetzt zwanglos unterwegs. Alles kann, nichts muss. Camp-Modus, Kleidung, makellose Bergarbeiter. Ich glaube, es geht am schnellsten, wenn man hier runterscrollen will, wenn man in die letzte Reihe geht, runterdrückt und dann zusätzlich noch mit dem Mausrädchen scrollt. Makellos. Nein! Heißt sie wirklich so? Ja! Oh Gott, das ist eine neue Klamotte gewesen. Ein Glück waren wir an diesem Ort. Warte mal, die will ich anziehen. Die sieht bestimmt cool aus. An den unteren Rand. Runterdrücken und dann noch scrollen. Makellos. Zieh mal an.
Das ist etwas ganz, ganz Besonderes für mich. Makellos. Ja, sie ist sehr makellos. Die haben wir uns verdient, die können wir ein bisschen anlassen. Aber nun weiter. Wir haben viel zu tun, wir brauchen ein bisschen Plastik. Und zwar schnelles Plastik, damit wir hier ratzfatz ein Torsostück ausrollen können. Von der Bruderschaftsaufklärungsrüstung. Also schnelles Plastik. Ihr wisst, wohin wir gehen. Und zwar zum Abenteuer auf dem Ohio. Konzentriert und schnell eine, ich sag mal, moderate Menge Plastik wollen wir einsammeln. Können wir hier schon loslegen? Oh, war hier schon einer? Was für eine Frechheit. So ein bisschen fehlt der Kram hier. Alter Fisch in der, ja, das rieche ich. So Plastikkippen, sehr lecker. Aber meine Palmal, meine weißen Palmal früher, die ich geraucht hatte, als ich noch Raucher war, die hatten wirklich einen Bestandteil Plastik gehabt. Und zwar so einen komischen Filterring vorne drinne. Das waren die, die Palmal Light aus Polen. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Aber Light generell ist glaube ich, man darf seine Zigaretten gar nicht mehr Light nennen, ne? Denn das täuscht so ein bisschen. Es erweckt den Eindruck, als ob diese Zigarettenmarke dann gesünder ist. Und das ist irritierend. Das ist Irreführung. Und das dürfen sie nicht mehr. Diese bösen, bösen Tabakhersteller. Bones, wir hatten das Vergnügen. Wir haben das Herzchen bei euch. Dank dir. Und deiner aggressiven Meyerlurks. Gibt's hier noch Kippen? Nee. Heute gibt's wirklich sehr wenig. Also heute gibt's wirklich sehr moderat hier nur Plastik. Aber ein bisschen ist da. Wirklich, ey. Die ganzen Haufen an Rettungsringen sind nicht hier. Und das ist sehr, sehr schade. Gut. Das war wohl ein halber Schuss in den Ofen. Sind die Golfbälle hier? Die wir jetzt sehr gut erkennen können auf weißem Grund. Nein, doch, sind da. Ein Glück haben wir eine Lampe. Jupp, jupp. Klasse, danke schön. Und da drüben, bam, Affen. Na, Jengels? Hast du was getroffen? Schnelles Plastik. Für ein, zwei Runden sollte das reichen. Also zurück ins Camp. Und das nächste Mal machen wir einfach wieder eine große Plastikrunde. Diesmal dann zu eurer Tipp-Location in Sachen Plastik, der Morgantown High School. Zurück ins Camp-Loadout. Bis zum Tisch. Ach ja, wir haben ja noch legendären Kram. Oh, da liegt was. Ist das für mich? Ja. Ist das auch legendär? Nein. Oh. Jetzt haben wir zu viel. Des Junkies Brandaxt. Cool. Aber wir haben nicht mehr genug Scheine. Doch dafür, aber genau dafür. Ein Zeichen des Schicksals. Jetzt, unnachgiebig, mit einem Rollversuch. Come on. Schrott zerlegen. Jupp. Gatling Plasma auch zerlegen. Aber natürlich im Zerlege-Loadout. Waffen. Ja, yeah, schade. Hätte ja klappen können. Wieder zurück ins Rüstungsbau-Loadout. Herstellen. Torso. Brustteil. 50. Wie viele Runden können wir machen? Ich sag ja, ein paar. Zumindest ein paar. So, gleich rüber. Modeln. Legendäre Effekte. Und go! Wiederherstellen. Davon lassen wir uns nicht aufhalten. Was fehlt? Leder. Was? Mir ist das Leder ausgegangen? Das Leder? Hey, Freund, Kumpel. Hast du vielleicht eine Lage Leder? Decken Sie sich? Ja, will ich ja. Ich will mich eindecken mit Leder. Die Möglichkeit. Nein. Gut, dann müssen wir unser Vorhaben hier fürs Erste wieder auf Eis legen. Aber es macht ja nichts. Aber, was machen wir als Nächstes? Strahlenschlägerei, ja, wenn es wieder aufploppt. Aber stattdessen, was machen wir als Nächstes?